Moin zusammen, hier ist euer Henri. Ich begrüße euch ganz herzlich zurück im Königreich Burgund. Im Königreich Burgund, in dem seit kurzem nur noch ein Krieg herrscht. Naja gut, für den Krieg um Mallorca haben wir auch noch, aber nur noch ein Krieg, wo es darum geht, wer denn zukünftig König von Burgund sein soll. Wir konnten die Fraktion von Herzog Lopp zuletzt niederschlagen, konnten dort sozusagen unseren Titel verteidigen. Jetzt geht es nur noch gegen die Fraktion um unseren Onkel Gauthier. Und diese beiden Männer hier haben großartige Arbeit geleistet, haben einen großen Teil dazu beigetragen, dass unsere Königin ihren Titel verteidigen konnte. Und so sollen sie entsprechend belohnt werden. Wir haben zwei Herzogtümer, die wir zu vergeben haben. Und wenn man von Feinden umgeben war, im Grunde das gesamte Königreich sich gegen einen aufgewiegelt, gegen einen gestellt hat, dann bleiben nicht mehr viele Vertraute, denen man Titel vergeben könnte. Wir haben zuletzt leider auch festgestellt, dass zwar unsere Töchter, vier an der Zahl haben wir schon und keine Söhne, aufgrund unseres gleichberechtigten Erbrechtes hier bei den okzitanischen Titel erben können. Wir können ihnen aber leider keine Titel verleihen. Das verbietet unsere katholische Kultur. Ja, und so müssen wir mal schauen, welche Möglichkeiten wir haben. Aber diese beiden Männer werden sicherlich Berücksichtigung finden. Einer dieser beiden Männer ist eben Baral de Narbonne. Er ist aktuell unser Ratsmarschall, das schon seit einiger Zeit. Ja, es geht ihm äußerst schlecht. Es kann sein, dass sein Leben als Herzog relativ kurz sein wird. Dennoch hat er sich das verdient. Wer weiß, vielleicht erholt er sich ja doch. Erben hat er keinen. Im Zweifel fällt es relativ schnell an unsere Königin zurück. Und dann kann sie es nochmal neu verteilen. Aber Ehre, wem Ehre gebührt. Und dementsprechend werden wir Titel vergeben und er soll das Herzogtum von Savoyen bekommen. Und werden diesen Titel entsprechend vergeben. Vielleicht kann er sich jetzt noch schnell um einen Hofarzt kümmern und hat dann Möglichkeiten. Der andere Mann, oh, seine Frau war leider unsere Amme. Na gut, da werden wir dann nochmal nachsteuern müssen. Der andere Mann ist dieser hier, Alonso de Sahagun. Auch er hat als Stallmeister, Leibwächter und ausgezeichneter Ritter in vielen, vielen Schlachten viele Männer für uns erschlagen. Und auch er soll dementsprechend gewürdigt werden. Er hat einen Sohn, Ansur. Und dementsprechend wäre für seinen Nachkommen oder für den Fortbestand seines Geschlechts gesorgt. Und auch er soll belohnt werden mit dem Herzogtum von Transjuranien. Genau, das macht den Ritter ungültig, das ist dann so. Und damit haben wir auch hier einen neuen Vasallen. Er ist nicht mehr unser Leibwächter, auch nicht mehr unser Stallmeister. Darum müssen wir uns jetzt kümmern. Das machen wir mal direkt. Wir haben ja dann auch keine Amme mehr, etc. Schauen wir mal, bei der Amme haben wir hier eine Dame. Ach, die ist ja sogar gut geeignet. Wir können von ihr noch die Bekehrung verlangen. Da wird sie auch annehmen. Dann können wir sie als Amme auch einsetzen. Stallmeister ist jetzt hier in Kriegszeiten auch noch wichtig. Ja, da haben wir diesen Mann, gegen den wir aber noch kämpfen, den wir als Perversen geoutet haben. Da werden wir Dodon jetzt einsetzen. Er ist auch hervorragend geeignet. Es ist immer nervig, dass es so hoch springt. Und dann zu guter Letzt noch ein Leibwächter. Das ist eher am besten geeignet, dieser Mann. Dann setzen wir ihn ein. Kann man hier auch... Nee. Posten mit Aufgaben. Schön wäre es einfach, auch Posten ohne Aufgaben angezeigt zu bekommen. Nun gut, aber das will nicht und soll nicht. Dann ist das so. Okay, wir haben hier eine Armee, die sich jetzt hier bewegt nach Grenoble zu einer Belagerung. Hier hatten sich schon wieder einige positioniert vor Leiden. Und dementsprechend werden wir jetzt hier runter marschieren, immer noch angeführt von dem Hauptmann. Und werden hier wieder Leiden verteidigen. Ja, wir haben im Grunde
alle Vorteile auf unserer Seite. Das wird jetzt hier noch Minus angezeigt. Aber es liegt dann nur daran, dass unsere Verbündeten hier irgendwie noch nicht mitgezählt sind. Die auch damit reinmarschieren werden, das ist jetzt der Fall. Und ganz offensichtlich werden wir hier auch erfolgreich sein. Die Freiheitsfraktion hat sich aufgelöst. Oh, und hier... Ach, fehlen uns Leute zur Belagerung. Das ist ja auch unangenehm. Ja, weil die sich da... Na, kommen die jetzt doch dazu? Hier haben sich einige doch rausziehen können. Poppo wurde getötet jetzt in der Belagerung. Allerdings sind wir hier erfolgreich gewesen. Ja, dann wollen wir mal gucken, ob wir hierhin marschiert kommen. Sind jetzt alle Nachteile auf unserer Seite? Da, dann müssen wir da jetzt nicht schnurstracks hinmarschieren. Auf der anderen Seite wollen die hier auch die Schlacht suchen. Gegen unsere Belagerer. Ah, jetzt haben wir die da doch ein bisschen exponiert, beziehungsweise sie war nicht exponiert, aber weil die Unterstützung abmarschiert ist, stehen sie da jetzt alleine. Und jetzt ist es leider passiert, Baral ist gestorben und damit haben wir Savoyen schon zurückerhalten und brauchen auch einen neuen Ratsmarschall. Unser neuer Stallmeister eignet sich ganz hervorragend. Trotzdem haben wir jetzt wieder das Problem, dass wir Savoyen vergeben müssen. Ja, aber den guten Alonso kann man auch nicht gleich zum zweifachen Herzog machen. Das ist zu viel des Guten. Ich wollte gerade sagen, unsere Tochter zur Herzogin machen, aber es geht ja wieder nicht. Das ist ja immer noch das gleiche Problem. Ja, ansonsten haben wir hier nur eine Freundin, die aber auch weit, weit weg ist, die wir auch nicht an den Hof einladen können. In Raqqa ist die. Naja, sie ist unsere Freundin, die gute Ermengarde de Rouveny. Ihr Mann Fellow ist auch woanders am Hof. Würde auch nicht zu uns kommen, um ihnen einen Titel zu verleihen. Ja, schwierig. Schwierige Situation. Ich möchte das auch nicht übers Knie brechen. Leute, ich mir gleich zurück. Ich schau mal, wer jetzt hier neuer Herzog von Savoyen werden kann. So, zugegeben hat die Suche jetzt nicht lange gedauert. Wäre nicht unser Mann ein naheliegender Herzog, dass wir unseren Mann hier zum Herzog machen können. Dementsprechend ist Erben dann seine Töchter. Savoyen ist auch nicht weit weg. Klar, wir würden ihn hier verlieren. Er würde uns vermutlich hier im Rat nicht mehr zur Verfügung stehen. Und er kann auch nicht mehr als Hofbaumeister fungieren. Wobei er, glaube ich, als Vasall kann er das doch, oder? Ich meine ja, wir machen unseren Mann zum Herzog von Savoyen. Er wird zu einer Minderheit gehören, na gut. Sehr schön, er ist nun ein Herrscher. Naja, und ist trotzdem noch im Rat dabei. Das ist doch... Aber Hofbaumeister ist er dann doch nicht mehr. Ernsthaft? Ich dachte, das ist eine Aufgabe, die man dennoch übernehmen kann. Nee, offensichtlich nicht. Dann werden wir hier die Herzoge nochmal einsetzen. Wobei, ganz ehrlich, wir bauen hier im Moment nicht. Wir brauchen auch keinen Hofbaumeister. So, hier sind sie zum Glück abgezogen, weil wir uns hier dann doch aus Norden nähern. Können wir da nicht hier entgegenmarschieren? Beziehungsweise bewegen wir uns gerade? Oder können wir hier stehen bleiben? Wir können hier stehen bleiben. Können was abtrennen. Damit wir hier weiter erfolgreich belagern können. Viel fehlt nicht. Nee, ist in Ordnung.
Dann ist es die Truppe. Können wir mit denen was erreichen? Ja, hier wird uns was angezeigt. Sehr schön. Dann können wir doch hier nochmal eine erfolgreiche Schlacht führen. Und unser Nachbar wird angegriffen. Ein Bauernaufstand gegen den König von Frankreich. Eieiei, die armen Bauern. Irgendwie 700 Mann, die werden vermutlich richtiggehend zermalmt werden. Hier haben wir ja noch jemanden gefangen genommen. Und es gibt einen Jahrmarkt in Bouillon. In Bouillon gibt es ein Feld, das perfekt für einen großen Jahrmarkt geeignet wäre. Zwei ansässige, adlige Graf Dieter und Bürgermeister Berenger bitten mich, ihnen eine Urkunde zukommen zu lassen, die es ihnen erlaubt, den Jahrmarkt in meinem Namen zu veranstalten. Nutzt das Feld lieber als Weideland. Ja, das müsste doch dann auch noch einen positiven... irgendwie einen positiven Bonus geben für Versorgung oder so etwas. Die Kirche oder die Siedlung? Ja, also mit der Kirche hat jetzt unsere Königin bisher nicht so viel am Hut. Wir geben die Urkunde der Siedlung. So, hier haben wir jetzt erfolgreich gekämpft. Naja, die sind jetzt hier wieder unten rum marschiert, um zu belagern. Oh, dann können wir uns ja schon mal in die Richtung begeben. Und ein nächster Verwaltungsvorzug, Lohn in der Angst. So viel Schrecken haben wir aber nicht, oder? Naja, doch. Durchaus. Wird geschmälert durch unsere Blindheit, aber... Schön wäre es, wenn man jetzt mit Teilen der Armee irgendwie, die belagern jetzt hier in Toledo, sich um diesen Krieg hier auf Mallorca kümmern könnte. Vielleicht wäre das eine Möglichkeit, wenn die Belagerung hier abgeschlossen ist, dann mit dieser Armee nach Mallorca zurückzuziehen, um zurückzubelagern. Bürgermeister Berenger zeigte mir Waren aus aller Welt, Stoffe aus den entferntesten Winkeln der Seidenstraße, regionale Feldfrüchte, technologische Wunderwerke aus dem Osten. Meine Königin, welche Waren sollen wir denn auf dem neuen Jahrmarkt vorstellen? Okay, wir können Seide importieren. Regionale Feldfrüchte. Wenn die es eher schätzen, wenn die Gegend in Aufruhr ist. Ja, wo ist denn Bouillon überhaupt? Ja, also ein Aufruhr ist auf jeden Fall was. Wenn die Entwicklung niedrig ist. Nee, das ist sie, glaube ich, nicht. Also, wenn hier etwas im Aufruhr ist im Krieg, dann doch am ehesten das. So, jetzt wird Leiden wieder belagert. Wir werden hier den Fluss übertreten. Und dann ein weiteres Mal... Leiden verteidigen. Hier gibt es inspirierte... Eine Kiste soll geschaffen werden. Mhm. Na, also jetzt in der Kriegssituation sehe ich das nicht. Was machen jetzt unsere Verbündeten? Wir bleiben doch nochmal stehen. Die haben sich schon alle wieder so verteilt. Meine Fürstin, die Feldfrüchte werden alt und faulig. Was sollen wir nur mit ihnen anfangen? Offenbar war die Nachfrage nach regionalen Feldfrüchten nicht hoch in der Gegend und Bürgermeister Berenger sitzt auf einer Menge unverkaufter Kisten. Ach, ärgerlich. Ärgerlich, ärgerlich. So, wir warten hier noch auf unsere Verbündeten. Es wird hier schon abgezogen, ganz offensichtlich.
Was drehen die denn jetzt schon wieder um hier? Ja, die werden damit reinkommen. Manchmal machen die einem aber auch irgendwie Sorgen. Wir können hier noch hinterherziehen. Jetzt müssen wir den Fluss übertreten. Es ist ungünstig. Dann werden wir erstmal hier runter marschieren. Okay, da ist jemand unserem Hof beigetreten. Aha. Und Prinz Gautier will einen weißen Frieden. Es ist klar geworden, dass es ein Fehler war, euch anzugreifen. Es wurde schon genug Blut in diesem Krieg vergossen. Lasst uns diesen sinnlosen Kämpfen ein Ende machen. Ganz sicher nicht. Da ist unsere Königin stur. Ganz sicher nicht. Sie hat nicht all diese Männer geopfert, um jetzt am Ende des Tages das Ganze hier in einem weißen Frieden enden zu lassen. So, und jetzt geht es um einen Anspruch auf Bouillon, das auch noch. Der ehemalige Verbündete unserer Schwester. Herzog Ricard, ach nee, das ist ein anderer, der hieß zwar auch Ricard. Aber doch, das müsste er sein, oder nicht? König Thomas von Lothringen, nee, das ist der ältere Bruder. Ist quasi der eigentliche Schwager unserer Schwester. Er hat da jetzt irgendwie einen Anspruch fingiert. So, jetzt müssen wir mal unsere Belagerung hier zu einem Abschluss bringen. Wir marschieren hier mal weiter. Irgendwann werden wir die schon wieder erwischen. Jetzt waren wir zu schnell. Ich habe gedacht, dass wir hier noch einen Schritt weiter gehen müssen. Ha, jetzt mit diesen ganzen Nachteilen zu kämpfen, das wäre unschön. Naja, haben doch noch die Vorteile. Wir brauchen jetzt nur unsere Verbündeten, aber die kommen auch. Und die bleiben da ganz entspannt stehen. Naja. Achso, euch können wir ja mal zusammenfügen und dann könnt ihr hier zurückbelagern. Die bleiben da schon stehen, weil sie wissen, dass wir es auch ohne sie schaffen. So, und jetzt sind wir bei 47%. Jetzt schlägt das Pendel wirklich um. Unserer Tochter kann ein Vormund zugewiesen werden. Keine Geschwister mehr. Wen haben wir denn bei Hofe noch? Wo ist denn unsere Mutter? Wir werden sie zu ihrer Großmutter schicken. Achso, ja, wir hatten ja noch einen Gefangenen. Ja, durchaus kluger Kopf. Den können wir vielleicht gebrauchen. Und dieser Mann, ein guter Kämpfer, wenn er für uns kämpft, darf auch er den Kerker verlassen. So. Die nächste erfolgreiche Schlacht. Dann werden wir uns jetzt nach Leiden zurückziehen und dort verbleiben. Und unsere Tochter macht sich auf den Weg zu ihrer Großmutter. So, wie lange müssen wir hier belagern? Oh, 4 Monate. Und es gibt einen Schatten über Luxemburg. Wer durch Luxemburg geht, sieht sich einer schrecklichen Symphonie menschlichen Leids ausgesetzt. Die Pest hat diese einst blühende Metropole erreicht. Ernsthaft, die Pest? Nee. Das Hungerfieber. Eine Typhuserkrankung.
Wir werden unseren Arzt rufen. Natürlich werden wir das tun. Ich habe eine Reihe von Beobachtungen gemacht. So etwas habe ich noch nie zuvor gesehen. Meiner Meinung nach besteht die Gefahr, dass die Seuche das gesamte Reich ins Wanken bringt und unser Volk und unsere Ernte dezimiert, wenn wir nicht mit äußerster Entschlossenheit vorgehen. Okay, wir vertrauen unserem Arzt an der Stelle. Wir werden verzweifelte Maßnahmen in die Wege leiten. So, was macht die Versorgung? Die, oh ja, die sieht sehr gut aus. Und das Ganze hatte einen Erfolg. Okay, sehr schön. Ist er eigentlich immer noch, ich glaube, er ist schon seit Ewigkeiten mit solchen Bändigen beschäftigt. Gut, dann macht es jetzt auch mal wieder Sinn. Isolieren und zurückziehen werden wir uns jetzt nicht direkt. Wir werden uns das mal anschauen. Oh, das ist tatsächlich hier ausgebrochen. Das Hungerfieber. Und hier wird das schon als groß bezeichnet. Ah, das könnte schwierig werden. Renaissance-Gedanken hat unsere Kultur entdeckt oder gehegt, sagen wir mal so. Renaissance-Gedanken. Hier. Entwicklungen in Wissenschaft, Philosophie und Logik haben unsere Städte in wundersame Zentren von Bildung und Innovation verwandelt. Die gewaltigen Technologien und kulturellen Sprünge, die wir jetzt machen, bringen bisher ungeahnte Potenziale in unsere Griffweite. Gemeinden erreichen ihre maximalen Malus für bestehende Entwicklung bei 90. Naja, sehr schön. Eine Innovation des Spätmittelalters. Und hier fehlt auch nicht mehr viel. Landschenkung und Verstädterung sind auch bald. Naja, bald ist gut. 23 Jahre und, naja, 18 Monate. Und wir schreiben ja bald auch schon das Jahr 1300. Ja. So, 800 Mann versuchen hier irgendwie durchzusneaken. Weiß nicht, wo wollen sie hin? Die können jetzt auch wirklich nichts mehr ausrichten. Wir werden jetzt hier noch zurückbelagern. Und schon wieder ist unsere Königin schwanger. Also ihr Mann und sie, die sind da aber ordentlich fleißig. Das kann man nicht anders sagen. So, jetzt sind wir hier bei 63%. Kommen wir hier runter ohne Zermürbung? Ja, das sieht gut aus. Wir können aber auch hier noch eine kleine Belagerung machen, sozusagen. Und mit unserer Armee können wir da nachziehen. So, wir müssen uns mal ein paar Dinge anschauen, was niedrige Haltbarkeit und sowas angeht. 8 Jahre, dieses Hasenfell. Ist das denn ausgestellt? Das wäre irgendwie mal gut zu wissen. Dieses Handbuch der Sprachen. Davon haben wir 2. Eins, was hier 9 Jahre und anderes, was 18 Jahre noch hält. Ja. Brauchen wir das eine hier ohnehin nicht. Ja, zerstören wir vielleicht auch ein bisschen übertrieben, aber da müssen wir auf jeden Fall nichts machen. Und dann ja und nein. Ja, das sollten wir aber auf jeden Fall reparieren. Das ist auch überschaubar. Und dann gucken wir mal auf das Fell dieses unbändigen Hasens. Ja, da müssen wir das auch auswählen. Das ist Freundchen. Das ist hier dieser mächtige Wiesenschädel. Nicht wichtig. Vielleicht können wir, warum denn nicht, das vielleicht unserer Tochter schenken.
Das ist das 18-jährige Buch. Können Sie sich vielleicht darum kümmern? Und ein Handbuch der Sprachen, das schadet ja sicher auch nichts. Aber vielleicht können wir das auch ihr schenken. Nee, kein Geschenk. Geht das? Ein Artefakt? Ja, das geht. Dann kann sie da noch ein bisschen die Sprachen lernen, das ist doch gut. Okay, dann haben wir das erledigt. Die niedrige Kontrolle. Ja, solange der Krieg herrscht, möchte ich da nichts machen. Wir können hier eine Auszeichnung wieder einsetzen. Und dann können wir hier Verbrecher einkerkern. Ja gut, das wird ohnehin passieren. Graf Cassia können wir nochmal. Achso, das ist der. Ja, gut, da ist auch nichts Neues dabei. So, sie belagern jetzt hier. Gut, dann sind wir so frei und marschieren halt darüber. Und hier, es wird relativ schnell belagert. Sehr schön. Können wir sie hier verfolgen? Dürfte eine weitere erfolgreiche Schlacht sein. Ja, in 6 Monaten verlassen uns die Söldner, das ist aber in Ordnung. Oh, und unsere Tochter ist jetzt an Typhus erkrankt. Oh Gott, Mabila. Und sie hat auch noch verschlimmerte Krankheitssymptome. Ja, das ist natürlich direkt bei ihr da oben ausgebrochen. Typhus, unverschlimmerte Krankheitssymptome. Eieieiei. Der Ausgang ist ungewiss. Der Tod verweilt an ihrem Bett. Doch ist noch nicht alles verloren. So, jetzt haben wir hier die Belagerung gewonnen. Dann werden wir jetzt hier runter marschieren. Was war hier noch? Die niedrige Dynastiemitglieder. Brauchen wir jetzt, glaube ich, erstmal nicht mehr. Aber wir hatten noch Gefangene gemacht. Diese kleine Baronin. Ja gut, die geben wir frei. Und interessanterweise tragen wir jetzt hier diese, keine Krone mehr, sondern diesen Spitzhut. Mhm. Naja. Offensichtlich ist das jetzt hier irgendwie im 14. Jahrhundert neueste Mode. Auch unsere Mutter wählt jetzt einen solchen Hut. Auf jeden Fall wissen wir jetzt, dass unsere Tochter heil angekommen ist. Das ist doch schon mal gut. So, wir haben eine weitere Schlacht geschlagen. Hier marschiert uns da noch jemand vor die Flinte und es gibt Blut im Schnee. Es kommt aus dem Nichts und erwischt mich voll an der Schläfe. Ich sehe das Geschoss nicht mal kommen. Ja. Das ist nun mal so, wenn man blind ist. Weshalb von einem Ausweichversuch keine Rede sein kann. Und für einen Augenblick gerade ich ins Straucheln, weil ich nichts mehr sehen kann, nichts mehr hören kann, nichts mehr fühlen kann. Ein helles, spöttisches Gekicher erklingt hinter mir und ich wirble herum. Lucia steht aus ihrem Versteck auf, den nächsten Schneeball schon in ihrer kleinen, fiesen Hand. Mhm. Guter Wurf. Kommt her, ihr kleiner Schuft. Wir erhalten jetzt Anspannung, weil wir rachsüchtig sind. Aber ich meine, wenn wir sie zurückbeschmeißen mit Schnee, dann passt das doch. Oh nein, ihr habt mich erwischt. Ihr glaubt, ihr könnt euch mir in einer Schneeballschlacht stellen? Okay, es könnte sein, dass sie uns besiegt oder wir besiegen sie. Dann findet sie das doof.
Nein, wir werden versuchen, hier gegen sie in der Schneeballschlacht zu kämpfen. Und sie hat 40 Meinungen von uns verloren, weil sie ihre Mutter in der Schneeballschlacht besiegt hat. Ja gut, die blinde Mutter in der Schneeballschlacht zu besiegen, ist vielleicht auch durchaus möglich. So, hier apropos Schlacht, das sind auch ohnehin die deutlich wichtigeren. Hier kommt es zur nächsten. Die nächste Armee vollkommen aufgerieben. Ja, und dann frage ich mich, ob es nicht an der Zeit ist, vielleicht nach Mallorca überzusetzen. Wie lange brauchen die hier noch? 3 Monate. Naja, wir können auch so lange noch ein bisschen Jagd machen. Die wollen jetzt hier belagern. Hier wird kehrt gemacht. Können sie hier abfangen? Spitzname die Zierliche. Königin, habt ihr gehört, wie man euch nennt? Sagt mein Ritter Waldemar und zwinkert. Man nennt euch Königin Philomena die Zierliche. Ja gut, es ist ja nun nicht ganz falsch. Man sagt oft, dass die Knochen dieses Charakters aus Glas sind. Zumindest zerbrechen sie so leicht. Ja, da ist leider etwas dran. Was will man machen? So, jetzt haben sie uns hier aber abgehängt. Dann kehren wir zurück, damit wir dann hier diese Belagerung zu Ende bringen können. Hier können wir stehen, ohne Verluste hinzunehmen. Oder hier in der Stadt. Nee, das ist nicht gut. Dann bleiben wir hier stehen. Wollen sie uns hier umschiffen? Ja, wollen sie. Wird ihnen aber auch nichts mehr bringen. Och, ein Glück. Mabila hat sich erholt. Das ist sehr gut. Sehr, sehr schön. So, erhöhte militärische Präsenz, das ist auch sehr schön. Und mit dieser Belagerung, das ist jetzt der Fall, ist dieser Krieg hier endlich beendet. Und wir können unsere Forderung durchsetzen. So sei es. Und ich denke, wir werden zumindest jetzt... Naja, wir schauen uns in Ruhe in der nächsten Folge an, was wir jetzt hier tun können. Eine Sache, die wir auf jeden Fall noch tun können, und jetzt schauen wir mal auf unsere Verbündeten, ja, viele dabei, ist, dass wir jetzt den Weg einschlagen können nach Mallorca. Und da würde ich sagen, warum sollten wir das nicht tun? Wenn wir jetzt noch die Möglichkeit haben, unser Königreich auch an dieser Stelle zu verteidigen, dann werden wir das tun. Und entsprechend werden wir Segel setzen und uns hier auf den Weg machen und dieses Gebiet hier zurückbelagern. Das wird aber teuer. Vielleicht sollten wir auch zuallererst, vielleicht ist das sinnvoller, genau, hier auf dem Weg mit unseren Belagerern werden wir hierhin marschieren. Da nehmen wir allerdings die Zermürbung hin. Dann marschieren wir mit denen erst hierhin. Und mit unserer Kampfarmee können wir nicht dorthin. Es gibt hier... Doch hier könnten wir stehen bleiben, im Hintergrund. Okay, und werden hier Barcelona sozusagen in Belagerung nehmen. Sehr schön. Puh, lang hat's gedauert. Ich glaube, diese Kriege haben sich bald, kann es sein, 5, 6, 7 Jahre hingezogen. Und wir müssen uns jetzt natürlich noch um... Wir waren schon richtig hier. Um diese ganzen Aufständischen kümmern. Das machen wir dann aber in Ruhe gemeinsam mit unserer Königin in der nächsten Folge. Burgund bleibt unser. Bis dahin macht es gut, euer Henri.